So. Also Hexenmeister macht irgendwie echt Spaß, muss ich schon sagen. Vielleicht können wir das Schloss wegpusten. Streut was von dem Pulver drauf. Jo, schon erledigt. Ich müsste mal. Kleiner Funke. Vielleicht macht ihr besser einen Schritt zurück. Oha, oh. Das Zeug hat echt Bums. Jetzt müssen wir in den tieferen Ebenen einen Weg nach draußen suchen. Okay. Ich muss hier mal den Blutsauger machen. Gleich. Sehr schön, sehr schön. Na komm her. Aschenwindkerkermeisterin. Du Kleine. Komm, da holen wir uns mal ein paar mehr ran. Was soll denn der Geiz, ne? Ach, die Saat hätte ich auch noch verstreuen können. Also meine Saat der Verderbnis hier. Theoretisch. Heimsuchung habe ich auch noch nie gemacht. Also, bis jetzt. Die gehen echt viel zu schnell down. Alles klar. Dann eben auf die Kanalratten. Okay, hier geht's nach draußen. Ja. Schön, dass ihr es nochmal so verdeutlichen müsst, ne? Sehr, sehr schön. Komm, wir können doch einfach hier. Oh shit. Oh shit. Ich finde den Typ cool. Wohin? Hier raus? Ihr da! Stehen bleiben! Was? Nein! Ah! Jetzt reicht's mir endgültig mit diesem Knast. Kommt, unsere Fahrgelegenheit sollte schon am Strand warten. Wo ist das eigentlich? Ach, hier draußen. Ah. Okay. Müssen wir uns nur noch hier durchkämpfen einmal? Ganz flink. So, da vorne ist schon unsere unser Fluchtboot. Mitfahrgelegenheit. Was geht da? Taelia. Klingt, als hätte die einen Aufstand angezettelt. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber ich glaube, wir haben endlich was gegen Aschenwind in der Hand. Ein neues Schießpulver. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, und das Ziel gerettet habe ich natürlich auch. Gaunerkumpel. Taelia? Taelia, Gaunerkumpel. Wartet. Hi. Ich kenne euch. Echt? Ihr seid mit Jaina Prachtmeer hier. Ihr müsst der Abgesandte der Allianz sein. Das ist korrekt. Ein Abgesandter der Allianz? Das hat Carsten nicht erwähnt. Ich hätte das Doppelte verlangt. Ihr habt Glück, dass er überhaupt bezahlt. Und jetzt rudert. Ui. Oh, toll. Ich dachte, es fliegt jetzt alles in die Luft. Da sind wir. Der okay. Hafen von jetzt. Morales. Nach Burg Prachtmeer ist das der am schwersten bewachte Teil der Stadt und der einzige, den die meisten Besucher je betreten werden. Scheint, als hätte schon ein weiteres Allianzschiff angelegt. Hoffentlich wurden sie wärmer empfangen als Jaina.
Sieht auf jeden Fall echt schön aus. So. Ach, ihr wollt mich doch. Ach, bitte. Danke fürs Mitnehmen, Tä. Ich melde mich dann mal beim Alten. Lebt wohl. Keine Sorge wegen dem Ausbruch. Auf dem Markt seid ihr nur ein Reisender in der Menge. Also dann führe ich euch mal rum. Diese Wunderbar. Fähre verbindet mehrere Anlegestellen an der inneren Küste des Sunds. Ihr benötigt einen fairen Pass von der Hafenmeisterei. Das sollte aber kein Problem sein. Was kann ich für euch tun? Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Hier. Hier ist oben. Das ist die Bank. Wird Tag und Nacht schwer bewacht. Wie geht's? Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Was? Gib mir die Zügel. Was hatte ich denn auf der Bank? Das kann ich auch alles wegschmeißen, oder? Also verkaufen, besser gesagt. Guck mal, hier ist sogar noch PvP-Macht drauf. Nee, die behalte ich mal. Das sind ja Raritäten. Und das hier auch. Glimmende Zügel. Schönen Tag auch. Warte mal. Reittiere. Teldrassil. Hypogriff von Teldrassil. Boah. Boah. So, was ist hier? Hier, da müssen wir ganz nach oben. So. Oh ne, hier rein. Der Markt beherbergt Reisende aus ganz Azeroth. Hier gibt es viele Tavernen. Aber die hier mag ich am liebsten. Ich habe zahllose Reisende nach ihren Geschichten gelächelt. Allzeit gute Reise. Ja gut, dann machen wir das hier mal. Königreichen kam. Machen wir mal den da hier. So, warte mal. Komm, ich mache jetzt als Flug hier. Teldrassil. Hier. So, Hexmeister Mount. Das passt. Und das ist einfach so ein zufälliges Zeug. Gut. Haben wir das auch? Ah, da ist ja mein Mädchen. Du bist bestimmt ganz unruhig ständig hier eingepfercht. Glaub mir, was kann ich für euch tun? Wir fliegen schon bald. Hui. Ist sie nicht hübsch? Carsten schenkte sie mir, als sie noch ein Küken war. Erzählt mir alles. Ihr fühlt euch bald wie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal bei Carsten vorbei. Alles klar. Carsten! Ist der hier unten? Das Büro des Hafenmeisters ist gleich dort unten. Okay. Ui. Waffen runter! Wisst ihr nicht, wer das ist? Aber Herr, Lady Aschenwind hat befohlen... Lady Aschenwind? Dient ihr Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, ihr dient Kul Tiras. Ihr tragt das Wappen der Prachtmeers und ihr erhaltet eure Befehle von mir. Und jetzt Waffen runter. Lasst sie passieren. Wir sprechen in meinem Büro. Ei, ei. Lasst sie durch. Lasst sie durch. Es ist mir eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben wie nötig. Talia, bereitet eine Lagebesprechung für unsere Gäste vor. Aye, Sir. Was Neues von der Front? Schüttelt seine Hand. Für die Lord-Admiralin. Catherine Prachtmeer hat uns abgewiesen und ihre eigene Tochter als Verräterin verbannt. Warum würdet ihr uns Carsten Jammertal. Hm,
Bleib dein Weilchen und lausch deinem alten Redherr. Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht. War es im Zweiten Krieg? Schwer, den Überblick zu behalten. Ein Kampfboot der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden, aber er war ein alter Gemeinsam Dickkopf. Können wir Kultiras wollte erst vereinen. Gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Also hat er sich zusammengepflegt und den Heilern gesagt, ihm fehlt nichts. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Oh nein. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kul Tiras leckt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Prachtmeer. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Das Was kann Land, ich tun? Das ich liebe, zerbricht. Deshalb bitte ich um Haltet eure Hilfe. Kul Tiras braucht die Allianz genauso sehr wie die Allianz uns. Ich verstehe. Okay. Dann werden wir Catherine Prachtmeer dieselbe Wahrheit eröffnen, die ich selbst schmerzlich erfahren musste. Dahinter. Magus der 7. Legion. Hallo, man sieht sich. Ja. Sturmwind, Eisenschmiede und die Exoda. War das hier? Ja. Ausgezeichnet. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Telia wird Dient euch einweisen. Kul Tiras besteht aus mehreren großen Adelshäusern. Unter Delin Prachtmeer waren sie vereint. Aber nach seinem Sturz bei Terranor fing das Bündnis an zu bröckeln. Seinen Platz hat Lordadmiralin Catherine Prachtmeer eingenommen. Sie kommandiert das Militär und die Wachen. Trotz unserer Mühe, die Ordnung zu wahren, nehmen Verbrechen, Korruption und Piraterie in Kul Tiras zu. Das Volk verliert das Vertrauen in die Prachtmeer-Admiralität. Im Westen liegt Rustva, eine Bergregion, aus der der Hauptteil des Erzbedarfs im Königreich kommt. Und so manche unserer zähesten Krieger. Das Haus Kronsteig war jahrhundertelang ein loyaler Unterstützer der Prachtmeer-Dynastie. Aber ihre Abwesenheit bei den jüngsten Ratstreffen hat beunruhigende Gerüchte losgetreten. Im Sturmsangtal nördlich von hier bauen und segnen die Gezeitenweisen von Haus Sturmsang die Schiffe unserer legendären Flotte. Allerdings hat seit Monaten niemand von der Flotte gehört. Die Gezeitenweisen bleiben in ihren Klöstern und scheinen sich nicht für unsere vermissten Schiffe zu interessieren. Wir müssen die Häuser unter dem Banner der Prachtmeers vereinen und die Flotte finden. Sonst könnte Kul Tiras zerfallen, bevor der Krieg überhaupt beginnt. Alles klar. So, was hat der Carsten hier noch? Berichten? Fernpass. Zugang zum Fernnetz in Tiris Garden Sud. Kul Tiras, lasst euch von der Ehre leiten. Nice. Okay, ich würde sagen, bringt die Korruption in Boralus ans Licht und verdient euch Vertrauen von Catherine Prachtmeer. Lord und Lady Kronsteig sind ärgerlich. Okay. Wir bleiben erstmal hier. Oder warte mal, was gibt's hier? Lord und Lady Kronsteig sind enge Verbündete des Hauses Prachtmeer. Untersucht ihr plötzliches Verschwinden und beunruhigende Gerüchte aus Drustvar. Was mit ihr passiert ist, wissen wir ja schon von der Horde. Also, ja, nicht von der Horde. Also, ich weiß es wegen meinem Level 120er Paladin aus einer Instanz. Aber ich spoiler nichts. Die legendäre Flotte von Kul Tiras ist verschwunden. Untersucht den zurückgezogenen Ozeanmystikern des Hauses schon nach Antworten. Ich glaube, es ist erstmal wichtiger, Korruption aufzudecken, anstatt hier nach irgendwelchen vermissten Leuten zu suchen. Oder?
Füße. Endlich passiert mal was. Die Pflicht ruft. Segel setzen. Für Kultira. Na gut, Finn. Was ist das für eine heiße Spur? Irgendwas über ein neues Aschenwindschießpulver? Auftrag ist Auftrag, Kong. Das nennt ihr eine heiße Spur. Die entwickeln dauernd neue Waffen. Aber keine wie die hier. Abgesandter Schwert, unseren Skeptikern hier mal eine kleine Demonstration. Aschenwinds dreckiges Geheimnis. Yep. Hier steckt immer noch der Kampfgeist. Finn, ein neuer Auftrag für euch. Helft unserem neuen Verbündeten hier, die Quelle dieses Pulvers zu finden. Haben wir eigentlich irgendwelche Buffs? Talia, macht wieder eure Runde. Sagt der Stadtwache, sie sollen auf Schmuggler achten, die wir nutzen können. Waffen nach Boralos schleusen wollen. So, warte mal, wo müssen wir rüber? Wir müssen hier rüber. Hoch mit dir! Wir sind die Söhne und Töchter der Allianz. So. Was ist mit Ihnen hier? Ich habe bemerkt, dass ihr zu mir hinübergesehen habt. Ja, cool. Glückwunsch. Willst du jetzt einen Orden haben, oder was? Meisterspion, ey. Moin, moin. Moin, moin. Gut. Kriegsressourcen. Tiragarden sucht. Burg Prachtmeer. Zählen die Erfolge zählen hier auch mit, oder? Grundsteiganwesen. Das war gestern. Aber ich meine, für Pfadfinder. Nein! Nein, tun sie nicht. Natürlich nicht. Ja, wäre ja auch strange. Aber muss ich dann erforschen? Okay, wenigstens das zählt mit, alles klar. Gut. Cool, Tourist. Ja, die machen wir dann. Das war dann am Ende in 10 Leveln, dass wir diesen Kulturist haben. Ah, hier ist es ja schon. Was gibt's Neues? So. Was ist das denn hier? Olivia, was geht? Was geht? Ich mag Tortolana. Aschenwindgießerei. Okay. Ich würde sagen, wir beschweren aber unseren Lernwandler. So, Begleiter. War hier nicht irgendwas? Hier war Begleiter. Bedrohliche Präsenz. Boah. Okay. Dann können wir ja jetzt loslegen. So, was ist das hier? Aushang. Uiuiuiui. Mit sofortiger Wirkung. Die Priscilla. Priscilla. Das ist keine leichte Entscheidung. Doch eure harte Arbeit dient dem Schutz von Kul Tiras. Sicher. Was die verstärkte Anwesenheit der Kompanie betrifft, seid versichert. Es ist nur zu eurer eigenen Sicherheit. Bei Gerüchten über fremde Eindringlinge und Spione. Hexenmeister macht Spaß. Genug sein. Leistet Anweisungen Folge und vermeidet Blutsauger. Peinliche Zwischenfälle. So. Aber Blutsauger brauchen wir ja eigentlich gar nicht. So gesehen, oder? Wir haben nichts zum Unterbrechen. Gebt diesem
verrosten Gesindel die Sporen. Statuiert Exempel, wenn wir es sein muss. Nichts zu suchen. Was zählt, ist, dass die Ware pünktlich geliefert wird. Also Hexer macht mir jetzt schon mal ultra Spaß. Muss ich schon echt mal sagen. So, was haben wir denn hier noch zu erledigen? Wir müssen solche kleinen Straßenkinder befreien. Genau. Ich hole euch alle noch aus der Gosse. So. Das denkt aber auch nur ihr. So. Ups. Nicht vieren. Schwere Rückhand. Fische sind irgendwie komisch. Ja, ne? Was zu essen an Bord. Ja, ne? Der Kleine spricht mir aus der Seele. Wo ist doch mein Steuerbord? Bitte helft auch den Erwachsenen. War Steuerbord rechts? Weiß ich gar nicht.